Ja, hallo Leute, heute will ich euch ein kleines Tutorial über das Programm Camtasia Studio 7, weil mich haben viele Leute gefragt, mit was ich denn aufnehme und meine Videos schneide und bearbeite. Und das will ich euch jetzt einfach mal ganz kurz zeigen und ein kleines Tutorial über dieses Programm machen, dass ihr dieses Programm auch nutzen könnt. Gut, jetzt erstmal die ganz standardmäßigen Ausstattungen. Also hier ist Play, hier ist also, da startet ihr dann euer Video. Hier startet ihr von Anfang an und hier spult ihr. Jetzt fangen wir einfach gleich mal an. Wir tun einfach jetzt mal ein paar Medien hier in dieses Projekt einfügen. Also, ihr müsst natürlich hier ein neues Projekt machen. Dann habt ihr ein leeres Projekt. Dann nehmen wir hier einfach mal, ich habe hier vorbereitet Test. Nehmen wir jetzt mal das Video Apple News. Mein letztes Video. Dann habt ihr es hier angezeigt und zieht es einfach hier in diese Spur hier rein und lasst es los. Dann fragt er dich, welches Format willst du nehmen. Dort wählt man am besten YouTube HD aus. Ja, das nutze ich auch immer und das macht eine ganz gute Qualität. Sehr schön. Jetzt haben wir hier dieses Video. Um das später besser zu bearbeiten zu können, geht die hier jetzt einfach auf Bearbeiten, Audio 1 von Video 1 trennen und dann bestätigen. Dann habt ihr hier zwei eigene Dateien und könnt zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier das Gelaber nicht wollt, einfach rausschmeißen mit entfernen. Gut, dann haben wir jetzt nur die Videodatei, die können wir jetzt auch abspielen lassen. Genau, können wir abspielen lassen. Dann können wir hier an diesem Regler zoomen, da können wir also genauere Einstellungen treffen. Das ist immer ganz nützlich. Gut, dann tun wir jetzt erstmal hier dieses Video. Tun wir jetzt noch ein Bild einfügen, wieder auf Medien importieren und fügen mal ein Apple-Logo ein. Das habe ich jetzt hier. Das tun wir jetzt einfach mal in den Anfang packen. Können es hier mit diesen Pfeilen größer ziehen. Halt so lange wie wir sollen. Hier oben sind die Sekunden angezeigt, wie lange dieses Apple-Symbol angezeigt werden soll. Und dann sehen wir hier schon, es ist nicht in der vollen Größe und deshalb gehen wir jetzt hier auf Mehr, auf Zoom, Schwenk und scrollen hier kurz runter und vergrößern es einfach. Seht ihr schon rechts am Bildschirm, es wird jetzt schnell vergrößert. Genau. Und dann habt ihr das App-Symbol über die ganzen Länge lang, diesem großen Format. Gut, dann fügen wir noch ein weiteres Bild ein. Welches nehmen wir? Nehmen wir mal das da. Das ist ein MacBook. Das wollt ihr jetzt genau hier einfügen, mitten in der Mitte. Das könnt ihr nicht einfach so reinziehen, sondern müsst ihr rechtsklick auf diesen grauen Pfeil da machen und auf Teilen gehen. Dann habt ihr hier so zwei unterschiedliche diese Videoformate geteilt und könnt es da einfach genau in die Mitte reinziehen. Auch wieder schnell hier verlängern, solange ihr wollt und wieder ein bisschen vergrößern. So. Jetzt haben wir es schön groß. Und jetzt habt ihr hier diese beiden Bilder eingefügt. Gut. Als nächstes wollt ihr wahrscheinlich auch Texte oder Markierungen einfügen. Das nennt sich Callout. Und da klickt ihr einfach hier drauf. Es kann auch sein, dass sie hier in dieser Liste ist. Also, das müsst ihr dann suchen. Hier, dann tun wir hier ein Callout hinzufügen. Einfach mal hier immer, wo das Pfeil ist, wird das hinzugefügt. Jetzt haben wir hier einen wunderschönen Pfeil. Okay, den löschen wir jetzt mal wieder. Wir wollen gar keinen Pfeil. Dann gehen wir hier auf diesen kleinen Pfeil hier. Gehen wir drauf. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Text einfügen wollt, klickt ihr hier auf Text, Callout, dann habt ihr hier diesen Text. Dann vergrößert ihr einfach mit dem Schieber diese Leiste und vergrößert hier auch den Text, indem ihr einfach hier zieht, so lange wie der Text sein soll. Da verkleinern wir wieder ein bisschen. Und jetzt seht ihr auch schon diese grauen, ja, Dreiecke. Die zeigen an. Also, das kann ich euch jetzt gleich mal zeigen. Gut, da sollten wir vielleicht was in dieses Textzeile reinschreiben. Schreiben wir einfach mal Hallo. Sieht man natürlich jetzt nicht, weil es schwarz ist. Das machen wir jetzt einfach mal rot. Und ja. Da ist unser Hallo. Genau. Und jetzt seht ihr hier schon,
wenn ihr hier das Video startet, blinkt das so langsam auf. Das könnt ihr natürlich auch jetzt verkürzen, dieses Aufblinken, die wir einblenden und ausblenden, verkürzt und auch verkürzt, dann ist es einfach flüssiger Übergang und macht später im Video mehr her. Genau, das wäre jetzt Text. Hier könnt ihr natürlich Schriftart ändern, alles was ihr wollt. Ihr könnt es fett machen, ihr könnt es zentrieren, ihr könnt es links machen, ihr könnt es rechts machen. Aber das ist standardmäßig, das glaube ich, muss ich euch nicht erklären. Dann könnt ihr hier Effekte einfügen, also das ist Transparenz, ist aber alles nicht so wichtig. Jetzt fügen wir lieber noch ein Callout ein. Genau, wenn ihr jetzt, da gibt es noch ganz verschiedene Möglichkeiten. Da gibt's, ihr könnt was markieren. Hier könnt dieses markierende Callout, das wird halt gelb. Da könnt ihr zum Beispiel eine Schrift gelb markieren. Das ist einfach ganz praktisch. Und diese Callouts gehen auch übereinander. Ihr könnt ja so viele übereinander machen, wie ihr wollt. Und ja, da könnt ihr auch wieder einstellen, ja, wie es eingeblendet werden soll, wie es ausgeblendet werden soll. Und genau, machen wir einblenden weniger, ausblenden weniger. Einfach so, wie es euch gefällt. Das könnt ihr dann selber ausprobieren. Ja, genau. Dann machen wir auch gleich weiter. Hier gibt es also, ihr klickt auf mehr und klickt auf Titelclips. Das ist eine Art, ja, das ist eigentlich ein schwarzer Hintergrund. Wenn ihr jetzt hier auf Titelclip hinzufügen, das anklickt, dann wird, ja, hier wird da ein schwarzer Hintergrund gemacht und ihr könnt irgendwas hinschreiben. Das ist sozusagen, dass ihr kein schwarzes Bild einfügen müsst, weil ihr könnt ja nicht in Luft schreiben. Also ihr braucht einen Hintergrund, wo ihr schreiben müsst, und das ist sozusagen dieser Titelclip. Dann, was wollen wir? Wir wollen jetzt noch eine Musik einfügen. Da nehme ich jetzt einfach mal hier eine bestimmte Musik. Die wird euch wieder im Clip Auswahlfenster angezeigt. Da unten unter Audio. Und die zieht ihr jetzt einfach in diese Audiospur. Gut, dann wird es schnell geladen. Und dann habt ihr euer Audio drin. Das wollen wir jetzt ein bisschen leiser machen, weil das ist uns zu laut. Das macht ihr entweder hier mit diesen Reglern lauter leiser. Oder ihr zieht diese Linie einfach nach oben. Wenn ihr sie nach oben haltet, dann wird es sehr lauter. Und hier unten könnt ihr es halt so einstellen, wie ihr es wollt. Ja, das ist eigentlich ganz leicht. Dann gibt es noch Übergangseffekte von zum Beispiel jetzt einem Bild. Von zum Beispiel von diesem Bild und zu diesem Video. Da geht ihr einfach auf mehr. Geht auf, da ist es Übergangseffekte. Dann werden euch diese ganzen Dateien in diesem, ja, Kästchen da angezeigt. Dann könnt ihr, hier sind die ganzen Übergangseffekte. Dann könnt ihr zum Beispiel drehender Würfel. Zieht ihr einfach hier drauf auf dieses Pfeilkästchen, das ist dann der Übergang. Wenn ihr dann Rechtsklick macht, Übergangsdauer, könnt ihr hier noch die Übergangsdauer einstellen. Ich würde so, ja, 2 Sekunden nehmen bei einem drehenden Würfel. Es gibt auch andere Übergangseffekte, hier zum Beispiel einblenden. Dort würde ich euch empfehlen, nicht länger als, also vielleicht 0,2 Sekunden. Und da könnt ihr einfach ausprobieren, was euch gefällt. Das ist ganz schön, wenn man da einfach Übergangseffekte einfügt. Genau. Jetzt schauen wir uns das an. Dann gehen wir wieder raus und lassen das einfach mal hier abspielen. Hier seht ihr schon eingefügt Übergangseffekte. Jetzt müsst ihr natürlich hier wieder das, diese Musik zusammenfügen, wenn ihr während das Musik habt. Also am besten die Musik später einfügen, weil sonst wird die hier immer geteilt. Jetzt schauen wir uns das gleich mal an, wie das aussieht. Ja, da ist jetzt dann dieser drehende Würfel und dann kommt dieses Video. Genau, nach den Übergangseffekten könnt ihr auch Zeitraffer und Zeitlupe einfügen. Das macht ihr einfach, indem ihr jetzt zum Beispiel, ihr wollt, ich teile jetzt hier mal schnell einen Abschnitt ein. Ihr wollt genau diesen Abschnitt hier, diesen da, wollt ihr in Zeitraffer haben. Dann klickt ihr drauf, klickt auf Clipgeschwindigkeit. Das ist jetzt 100%, also die normale Geschwindigkeit. Und da könnt ihr jetzt eingeben, 300 will ich eingeben, so genau. Jetzt seht ihr schon, ursprüngliche Clipdauer 13 Sekunden, jetzt sind nur 4 Sekunden, also Zeitraffer. Klickt ihr drauf, hingewiesen, dass es erst nach dem Rendern, also nach dem Produzieren, angezeigt wird. Klicken wir es weg. Und hier seht ihr diesen blauen Balken, das heißt, das ist eine andere Geschwindigkeit. Das wird aber erst nach dem Produzieren dann deutlich. Gut, dann hätten wir noch natürlich hier
Bildschirm aufnehmen. Das mache ich jetzt nicht, weil ich selber gerade aufnehme. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr einfach euren eigenen Bildschirm aufnehmen und ja, zum Beispiel Gameplays, Let's Plays, alles Mögliche aufnehmen, was ihr da wollt. Genau, und wenn ihr dann dieses Projekt sagt, okay, das ist fertig, dann wollt ihr es ja in einer MP4-Datei zum Beispiel speichern. Dann, also ihr könnt erstmal hier euer Projekt speichern. Und wenn ihr es als MP4-Datei haben wollt, dann geht auf Produzieren und Weitergeben. Dann öffnet sich hier dieses Fenster. Und in diesem Fenster gebt ihr halt dann HD. Und dann auf Weiter. Dann gebt ihr noch den Speicherort an und auf Fertigstellen. Genau. Das war's mit dem kleinen Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt was Neues gelernt. Ja, genau. Dann sage ich einfach tschüss, bis zum nächsten Video und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünsche ich euch. Und ja, dann sage ich einfach Servus.